Ja, hier unser Spiel aufgehört. Hier sind wir das erste Mal gestorben, tatsächlich. Wie gesagt, ich empfehle euch nicht, hier zu warten auf die Gegner, die euch hier aufhalten wollen, dass ihr aus dem Kerker hier flüchtet. Zack, diese Tür schließt sich jetzt. Da kommen zwar noch die Gegner, aber auf die werden wir jetzt bestimmt nicht mehr warten. Ich kann es euch nochmal ein bisschen demonstrieren, was passiert. Dieses Tor wird sich gleich wieder öffnen. Beziehungsweise konnten wir es so ein bisschen umgehen. Seht ihr das? Jetzt haben wir, jetzt öffnen für die das Tor. Die suchen uns jetzt einfach. Naja, wir flüchten jetzt einfach mal in das Becken rein. Die haben uns dort gesehen. Normalerweise ist es hier eine Schießerei ohne Ende. Diesmal wohl nicht. Tja, merkwürdig. Eine ruhige Flucht, kann man sagen. So, weiter geht's im Schlepptau in unserer Kanalisation. Ähnlich wie bei Prison Break. Kanalisation von Dunwall. Stell dich neben... Versteckte Verbündete haben dir die Flucht aus dem Gefängnis von Coldwatch ermöglicht. Wenn du den Fluss Rainhaven erreichen kannst, wollen sie dir bei deiner nächsten Aufgabe helfen. Okay. Das hört sich doch schon mal sehr vielversprechend an. Wie viele Leute hat er auf der Flucht getötet? Corvo, wenn sie das lesen, heißt das, dass unser Plan funktioniert hat und sie aus Coldwood ausgebrochen sind. Eine unserer Kontaktpersonen hat tiefer in der Kanalisation Waffen für sie versteckt. Holen sie sich die Ausrüstungsgegenstände und suchen sie Samuel auf, der sich am Ausgang dieser Tunnel am Fluss auffällt. Ja, keine Ahnung. Ein Freund, den sie bald treffen werden. Die Kaiserin umbringt. Stellt sich wohl nicht um ein paar Wachen. Halt's Maul! Sieh dir das mal an. Hier unten war jemand. Vielleicht die Border Street Gang. Pass auf Sprengfallen auf. So wie es aussieht, könnten hier welche sein. Gut, mit etwas Glück. Da sind die Ratten, von denen ich euch vorhin erzählt habe. Es ist Zirconia. Da leben nur Kaufleute und Huren. Frischlinge wie du haben ihn nie in Aktion gesehen. Tja, und ihr seht, verfressene, gierige Ratten. Das Blut, das kocht da richtig aus dem heraus. Und dort können wir nicht durch. Ist vielleicht auch besser so. Wir haben eben gerade von Fallen gesprochen. Darauf sollten wir auch möglichst aufpassen. Eieieiei, wir wollen jetzt zu uns. Die Ratten unsere Freunde, sind die Ratten unsere Feinde. Lange aufhalten sollten wir uns hier jedenfalls nicht. Amanda und ich haben nur die Hälfte von dem, was wir brauchen, um das notwendige Elixier zu kaufen. Selbst das ist jetzt aufgebraucht und wir können nichts mehr tun, als zu warten. Wir sind sehr krank und es gibt keinen Ort mehr, an dem wir vor der Stadtwache sicher wären. Sie brechen in Häuser überall und in unsere Bezirke ein, um sie zu durchsuchen. Also werden wir hier bleiben und unsere letzten Stunden miteinander verbringen. Unser Feuer wird die Ratten fernhalten, aber sie werden am Ende die Stadt erbeben. Damien. Ein unbekannter Damien. Ein Dämon. The Damien, the Dämon. Und da sind sie. Traurig. Eine Beerdigung muss man euch widmen. Da lagen sie tatsächlich. Erschreckend. Eine gute Story hat das Game.
Finde ich jetzt zumindest. Und noch einer, der versucht hat, an einem Rad die Welt zu drehen. Viele, die es nicht geschafft haben, doch wir schaffen es beim ersten Mal. Soweit auch keine Fallen am Start. Soweit nur Energie, die wir nehmen konnten. This wonderful day, this wonderful morning. Vergiss es, viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Und da sind nämlich hier nicht dagegen. Vielleicht. Die Ratten, die uns fressen wollen. Doch hier ist das Futter für sie. Die Ratten sind noch nicht drauf eingegangen. Freunde, liebe Ratten, ich habe Essen für euch. What the hell? Wir sollten uns beeilen. Denn diese Ratten sind sehr, sehr gefährlich. Achtung, Bürger von Dunmore. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Also sie suchten uns schon tatkräftig. Tatkräftig versuchen sie uns zu vernichten, uns zu finden, uns in die Pfoten zu packen und zu zerstören. Das müssen wir natürlich verhindern in diesem Spiel. Wie so ziemlich in jedem Game. Verhindert es, dass man euch zugrunde schlägt. What the? Da sind wir einfach eiskalt durch diese Falle gelaufen. Diese Fallen, die ihr jetzt zum Beispiel sehen könnt. Seht ihr das? Das ist mit einem Band verbunden. Dort hinten, beziehungsweise genau da, wo ich es gerade hinzeige, ist halt ein Gefecht, beziehungsweise so eine Schießstation, eine Falle halt, die einen Pfeil rausschießt. Zack. Blödes Ding, du. So, nur ein kleines Versteck. Da gehen wir nämlich von oben weiter. Der auf der großen Zahlen weiter. Gold. Goldmünzen. Very important. Für den weiteren Spielverlauf. Hier ist noch so eine Falle. Nee, in die sind wir gerade reingelaufen. Blöderweise. Aber das ist nicht die erste hier. Irgendwo war hier noch eine. An den kaiserlichen Schutzherrn. Seien Sie gegrüßt, Corvo. Oder sollte ich kaiserlicher Schutzherr sagen? Das waren Sie doch, bevor Sie den Titel Ihnen fälschlicherweise genommen wurde. Wir sind Diener des Kaiserreiches und der wahren Kaiserin. Eine Gruppe von Kaisertreuen, die sich sehr gerne mit Ihnen treffen würden. Nehmen Sie diese Waffen für Sie aus den feinsten Materialien der Inseln hergestellt und treffen Sie sich mit unserem Mann Samuel in der Nähe der Abflussrohre, die in den Wainhaven führen. Zögern Sie nicht, viel Glück, wir haben ein gemeinsames Ziel. Das hört sich doch sehr nice an, wie wir hier ausgerüstet worden sind. Super Equipment mit einem Bogen in der Hand. Goldmünzen. Oh, Münzen.
vieles Verstecktes. Eieieie, da unten geht's ja noch ab. Münzen, Münzen, Münzen. Wie ihr seht, sind hier überall Münzen. Die müsst ihr echt wie so arme kleine Heuchler alles aufsammeln, was nur geht. Alles. Alle Mann. Müsst ihr in eurer Inventar nehmen, in euer Besitz. Alles das muss euch gehören. Und dann könnt ihr hier ganz normal wieder hochspringen. Das ist zum Glück kein Problem in diesem Spiel. Öffnen wir die Tür. Hier ist noch so ein kleines Missgeschick für uns. Jelly, für den Fall, dass du zu dumm bist, um dich zu erinnern, sollst du bei einem Whisky nach der Antwort suchen. Verstanden? Wenn du deinen Anteil haben möchtest, wirst du es schon herausfinden. Wenn nicht, dann komme ich nächsten Monat wegen dieser Sache erneut zurück. Eine geheime Botschaft, eine geheime Nachricht. Überall, wo hier Lichter sind, könnten überall meistens immer irgendwelche Sachen sein, die nützlich sein könnten. Ein Safe. Und eine Nummer. Ja. Wo kriegen wir jetzt die Nummer her? Irgendwas mit Whisky? Statt nicht irgendwas mit Whisky? Da steht tatsächlich eine Nummer. 451. Ist es der Code für diesen Safe? Ist es der Weg zum Reichtum? 451. Und sie ist offen. The Broken, the Maniac, the Hacker of the Wrecker, sag ich nur dazu. Wir haben diesen Safe geknackt. Knickknack. So, meine Freunde. Oh, da müssen wir hoch. Da gibt's doch eine Öffnung. Wo ist denn unser Samuel Jackson, L. Jackson? Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Bastard. Hier drin stinkt's wie ein toter Wein. Was zum Henker war das? Tja, Leute. Was gehört? Was gleich mit, nur schön weiter. Mit unserer neuer Waffe können wir hier. Das war sein Ende. Was willst du jetzt tun? Was willst du tun? Für die Wache! Für die Wache! Tja, let's go! 1 und 1. Du wirfst Sachen nach mir. Viel wird es dir nicht bringen. Denn du bist tot in meiner Seele. Hast keinen Sinn in meinem Leben, hast verloren. Ja, das lassen wir auch direkt. Cash, Cash, Cash. Kisten über Kisten. Doch nichts, was nützlich ist, was in unser Inventar fließen kann. Was war das? Ein Geräusch. Fußspuren? Erinnert mich an ein anderes Spiel. Okay, das gönnen wir uns auch mal, oder? Let's get rumble. D'Artagnan. Und die Muskeltiere. Tja. Mächtiger denn je. Mächtiger als andere sind wir. Niemand kann uns bisher aufhalten. Bis wir Samuel treffen. Und dort scheint es wohl echt nach draußen zu gehen. Wie gesagt, wir haben das
nur einmal gespielt, also ist das Erinnerungsvermögen vielleicht nicht mehr so stark. Da wir ja noch andere Spiele im Hintergrund haben. Ein dicker, fetter Scheinwerfer. Ja, das ist der Ausgang. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits. Hier drüben! Er muss schnell, ich bin ein Freund! Samuel L. Jackson. Ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Na gut, alter Mann, dann los! Oder warten Sie, ich brauche noch einen Augenblick. Sehen Sie sich ruhig um. Das würden wir doch erstmal. Aber beeilen Sie sich. Bevorzugen. Ja, wie soll man uns beeilen, ja. Gibt es hier denn vielleicht noch irgendwas, was man aufsammeln könnte? Hexenfische? What the fuck? Hexenfische, da machen wir uns aber direkt vom Staub hier. Ich würde jetzt einfach sagen, wir fahren jetzt mit. Das Let's Play werden wir hier in dem Sinne beenden. Beziehungsweise fahren wir mal ein bisschen mit, mal sehen, was da noch passiert. Steigen Sie ein. Warmes Essen und ein warmes Bett warten schon auf Sie. Sehr nice. Hier habt ihr nochmal die Zusammenfassung, von dem ich euch vorhin nochmal erzählt habe. Wir haben leider immer noch keine vollständige Anzahl an Münzen aufgesammelt. Dort haben wir, wie ihr hier unten sehen könnt, 673 von 1010 in diesem Level aufgesammelt. Runenknochen, Artefakte, Outsiderschreine, Gemälde von Sokolov gab es in diesem Level keine. Allgemeiner Chaosfaktor gesamt war sehr hoch, das heißt, wir waren sehr barbarisch, sehr aktiv, sehr offensiv, Gegner eliminiert, 16, leider steht hier nicht, wie viele Gegner vorhanden waren, das müssen eigentlich alle gewesen sein, Leichen oder bewusstlose Personen entdeckt, 4, Alarm ausgelöst, kein einziges Mal, Zivilisten eliminiert, keinen, niemand getötet, Geist nicht entdeckt worden, das sieht alles gut aus. Sonderaktion, Jellys Tresor geöffnet. Das war doch schon mal eine gute Aktion mit dem Code, den wir gefunden haben. Ich beende dieses Let's Play in dem Sinne und freue mich auf den nächsten Part.